Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der frühere Bader-Meinhof-Anwalt Croissant bleibt vorerst in französischer Haft. Das oberste Berufungsgericht in Paris wies heute einen Antrag seiner Verteidiger auf vorläufige Freilassung ab. Begründet wurde dies vor allem durch die bestehende Fluchtgefahr. Das Gericht folgte der Forderung des Generalstaatsanwalts. Damit bleibt Croissant zumindest bis zum 24. Oktober im Gefängnis. Dann wollen die Richter über den Auslieferungsantrag der Bundesrepublik verhandeln. Aus Paris berichtet Heiko Engelkes. Die Bekanntgabe und die Begründung der Entscheidung durch das Pariser Berufungsgericht dauerte ganze 13 Minuten. Rechtsanwalt Croissant war selber anwesend. Wie schon bei den vorangegangenen beiden Verhandlungen hatte man ihn in einem Gefangenenbus in den streng bewachten Justizpalast gebracht. Croissant reagierte ebenso wie seine Verteidiger auf den Richterspruch mit Schweigen. Erst als er in Handschellen herausgeführt wurde, erklärte er gegenüber den Journalisten im Zuschauerraum, der Kampf geht weiter. Die französischen Richter haben die Diskussion darüber, ob Croissant ein politischer Flüchtling ist oder nicht, zunächst einmal beiseite geschoben. Für sie zählte ausschließlich Croissants Verhalten bei seiner Einreise nach Frankreich. Und zwar habe er, der immerhin Rechtsanwalt sei, gegen die ihm damals auferlegte Meldepflicht der deutschen Behörden verstoßen. Außerdem habe er sich nicht, wie es bei einem Asylantrag notwendig sei, direkt den französischen Behörden gestellt. Nach alledem, so die Richter, gebe Croissant nicht ausreichende Garantie dafür, dass er am 24. Oktober erneut vor Gericht erscheint, wenn endgültig das Auslieferungsbegehren der Bundesrepublik verhandelt wird. Aus der heutigen Entscheidung, Rückschlüsse auf eine eventuelle Auslieferung Croissants zu ziehen, dürfte allerdings voreilig sein. Die Bundesregierung hat keinerlei Hinweise darauf, dass Croissant nicht an die Bundesrepublik ausgeliefert wird. Regierungssprecher Grünewald erklärte heute in Bonn, man gehe davon aus, dass die französischen Behörden den Fall Croissant mit der Sorgfalt behandeln, wie dies zwischen befreundeten Staaten üblich sei. Unter Leitung von SPD-Fraktionschef Wiener begann vor 2 Stunden in Bonn ein Gespräch über das Verhalten der 16 sozialdemokratischen Abgeordneten, die Ende September im Bundestag dem sogenannten Kontaktsperrengesetz nicht zugestimmt hatten. Dies hatte innerhalb der Fraktion Kontroversen ausgelöst. Zum Schlichtungsgespräch nun direkt aus der Bundeshauptstadt Ernst-Dieter Luck. Was hier seit mehr als 2 Stunden passiert, meine Damen und Herren, ist nur der Auftakt einer Diskussion innerhalb der SPD. Heute der erweiterte Fraktionsvorstand mit den ungefähr 16 Abweichlern. Morgen der Parteivorstand hier in Bonn und dann am Freitag der Parteirat. Von den Abgeordneten, die Nein zum Kontaktsperrengesetz sagten, hat Manfred Koppig hier in der Diskussion im Bonner Bundeshaus bereits einen Diskussionsbeitrag geleistet, nachdem Herbert Wehner eingangs seine Position noch einmal deutlich gemacht hat. Horst Imke hat gesprochen und auch der Parteivorsitzende Willy Brandt, der zu uns herausgekommen ist. Herr Brandt, wie lässt sich der Trend der Debatte beschreiben? Deutet etwas auf Arrangement oder sind die Unterschiede doch zu groß? Die sehr sachliche Beratung, die noch nicht abgeschlossen ist, scheint dazu zu führen, ich bin sicher, sie führt dazu, dass die Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt werden, die zu einem unterschiedlichen Abstimmungsverhalten am 29. September geführt haben. Alle Beteiligten, die sich bisher geäußert haben, haben keinen Zweifel daran gelassen, dass sie die Regierung Helmut Schmidt stützen wollen und die sozialliberale Koalition, durch die diese Regierung getragen wird. Ich wage also vorauszusagen, dass der 29. September nicht der Auftakt zu etwas war, sondern dass es ein höheres Maß an Geschlossenheit der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion in Zukunft geben wird, als an jenem Tag, an dem über das Kontaktsperregesetz abgestimmt wurde. Geht es hier überhaupt noch, Herr Brandt, um das Kontaktsperrengesetz oder geht es hier eigentlich mehr darum, der knappen sozialliberalen Koalition Mehrheiten zu sichern? Ist das nicht eigentlich das Hauptthema dieser abendlichen Zusammenkunft? Sicher, es geht darum, die Erfahrungen dessen, was hinter uns liegt, aus der vorletzten Woche aufzuarbeiten, aber vor allem sich darüber neu zu verständigen, dass es der Abstimmungseinheit bedarf, der Sozialdemokraten und der Sozialdemokraten mit den Freien Demokraten, weil wir es für erforderlich halten, dass die Regierung Schmidt
vernünftig weiterarbeiten kann. Vielen Dank, dass Sie noch gekommen sind, Herr Brandt. Die Sitzung dauert noch an und damit zurück nach Hamburg. Im Fall Schleyer tagte heute zweimal der kleine Krisenstab. Wie verlautet haben die Terroristen die von der Bundesregierung als wesentlich bezeichnete Botschaft noch nicht abgerufen. Diese Mitteilung des Bundeskriminalamtes liegt seit Montag beim Genfer Anwalt Payot. Unter dem Verdacht, deutsche Terroristen unterstützt zu haben, sind seit Freitag in Rotterdam 4 Niederländer in Haft. Die 3 Männer und eine Frau haben nach Polizeiangaben bisher jegliche Aussage verweigert. In ihren Wohnungen beschlagnahmten die Behörden Waffen, Spritzen, Blanko-Urkunden und Stempel aus einem holländischen Rathaus sowie zahlreiche niederländische Polizeiuniformen. Bundespräsident Scheel hat sich heute zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage in die Diskussion um den Terrorismus eingeschaltet. Vor dem Verband deutscher Zeitungsverleger in Stuttgart rief er zu einer Selbstbesinnung aller Beteiligten auf. Sonst, so Scheel, falle die Bundesrepublik in zwei verfeindete Lager auseinander, die sich gegenseitig die Schuld am Terrorismus vorwerfen. In seiner Rede warnte der Bundespräsident außerdem vor einem Machtmissbrauch der Presse. Der Vorsitzende des Verbandes deutscher Schriftsteller, Bernd Engelmann, hat es heute auf einer Pressekonferenz anlässlich der Buchmesse in Frankfurt verurteilt, Schriftsteller im Zusammenhang mit dem Terrorismus zu verleumden. Engelmann warnte vor drohendem Rückfall in die Barbarei und vor einer Kapitulation des humanen Rechtsstaates. Für diese Grundordnung, für Humanismus und Liberalität, für mehr Toleranz und Gerechtigkeit, haben wir, die deutschen Schriftsteller, für die zu sprechen ich hier die Ehre habe, wahrlich mehr getan als unsere Verleumder. Auch als die meisten derer, die uns jetzt Verweise und Belehrungen erteilen. Es gibt keinen Berufsstand, der in der Vergangenheit mehr für die deutsche Demokratie geleistet und mehr unter den Feinden der Freiheit gelitten hat als die deutschen Schriftsteller. In der Situation besonders konfrontiert bin, fällt mir auf, in welch einer miesen Situation sich Autoren befinden, die vor wenigen Wochen die DDR verlassen mussten, verlassen wollten, dort einem alltäglichen Druck ausgewichen sind, den sie nun bis zum Erbrechen kennengelernt haben, in der Hoffnung, auch selbst wenn sie keine Liebe zur Bundesrepublik haben, doch in diesem Land zumindest das zu finden, was sie dort so vermisst haben. Eine gewisse Toleranz. Und jetzt erleben sie das, was zurzeit gegen ihre Kollegen hier in der Bundesrepublik läuft. Der für mich, gut, selbst ich, wir alle, auch Heinrich Böll hat das, für den ist das ja nichts Neues. Wir erleben das ja seit Jahr und Tag. Aber für diese Kollegen, die dort aus der DDR kommen, ist das, glaube ich, ein ziemlicher Schock. Die Frankfurter Buchmesse ist am Vormittag für Besucher geöffnet worden. Von den etwa 280.000 Titeln, die auf dieser großen Literaturschau gezeigt werden, sind 84.000 Neuerscheinungen. Was für den Leser wie ein gigantisches Labyrinth erscheinen muss, dokumentiert den wirtschaftlichen Wachstum des Verlagswesens inmitten einer weltweiten Rezession. Die Veranstalter haben denn auch den kommerziellen Aspekt diesmal ganz in den Mittelpunkt gestellt. Handelsmesse, nicht Publikumsmesse, ist die Devise. Auffallend die Vielfalt historischer Themen, besonders bei Sachbüchern. Das Angebot reicht von der Darstellung längst versunkener Kulturen bis in die jüngste Vergangenheit. Die publizistische Auseinandersetzung mit dem Nazireich dauert an. Neben Tagebüchern von Goebbels, mit denen diese schillerndste Figur aus dem Umkreis von Hitler wohl endgültig entdämonisiert wird, die differenzierten Betrachtungen einer streitbaren liberalen Publizistin aus der gleichen Zeit. Fortzusetzen scheint sich auch der Trend zur Beschäftigung mit dem Tod. Auch die Literatur entfernt sich immer mehr von der problembeladenen Gegenwart und nimmt sich historische Stoffe vor. Herausragendes Beispiel Günter Grass und sein Mittelalter und Neuzeit umfassendes Großepos Der Butt. Mit seinem sensationellen Erfolg hat Grass andere Neuerscheinungen in den Schatten gestellt, wie Peter Handkes Empfindsame Selbstbeschreibung oder auch Bücher anderer österreichischer Autoren, die seit Jahren den Nachwuchs der deutschsprachigen Literatur stemmen. Der inhaftierte DDR-Regimekritiker Rudolf Barrow hat mit seinem Buch die größten Erwartungen geweckt und erfüllt. Unter literarischen Auguren gilt der Gedichtband von Günter Kunert als literarischer Geheimtipp. Über die Tumulte auf dem Ostberliner Alexanderplatz am vergangenen Freitag sind heute neue Einzelheiten gemeldet worden. Danach sollen bei den Zwischenfällen mindestens 3 Menschen getötet und etwa 200 verletzt worden sein. Die Nachrichtenagentur Reuters bezieht sich bei diesen Angaben auf, wie sie sagt, zuverlässige Quellen.
Das DDR-Außenministerium dagegen dementierte die Berichte. Nach den Informationen der Agentur waren zwei der Toten Polizisten. Einer von ihnen sei erstochen, der andere bei den Tumulten mit einer Bierkiste erschlagen worden. Das dritte Opfer soll ein junges Mädchen sein, das in einen Luftschacht gestürzt sei. Auf seiner Asienreise ist Bundesaußenminister Genscher heute in Peking eingetroffen. Er wurde von seinem chinesischen Amtskollegen Huang Hua begrüßt. Dies ist der erste offizielle Kontakt zwischen der Bundesregierung und der neuen chinesischen Führung. In den Gesprächen warnten die Gastgeber den Bundesaußenminister vor den Entspannungsversprechungen Moskaus. Genscher ging in seiner Antwort darauf nicht ein. Er betonte seinerseits die Bedeutung Chinas für Stabilität und Frieden in Ostasien und der Welt. Der Präsident des Nordjemen, El Hamdi, ist einem Mordanschlag zum Opfer gefallen. Es wird vermutet, dass die Attentäter eine engere Zusammenarbeit mit dem sozialistischen Südjemen verhindern wollten. Ein dreiköpfiger Präsidentschaftsrat unter Führung des bisherigen Generalstabschefs El Ghashmi übernahm inzwischen die Regierungsgeschäfte. El Ghashmi ließ verlauten, dass nicht mit außenpolitischen Veränderungen zu rechnen sei. Die Aussichten, dass die Genfer Konferenz über den Nahostkonflikt noch in diesem Jahr wieder einberufen wird, sind gestiegen. Die israelische Regierung hat ohne Abstriche den Vorschlägen zugestimmt, die Außenminister Dayan in Washington mit US-Präsident Carter vereinbart hat. Zu dem Kabinettsbeschluss aus Jerusalem unser Korrespondent Eberhard Pilz. Blass, das übliche Lächeln für die Fotografen etwas bemüht, hatte sich Premierminister Begin gestern Abend zur Sitzung seines Kabinetts begeben. Erst am Vormittag war er aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ebenfalls erst am Vormittag war Außenminister Dayan aus Amerika zurückgekehrt. Sein mit Präsident Carter ausgehandeltes Arbeitspapier zur Wiedereröffnung der Genfer Konferenz wurde nach 5 Stunden der bisher längsten Sitzung der Regierung Begin einstimmig angenommen. Auch wenn keine Details veröffentlicht wurden, Israel dürfte nun die Teilnahme von Palästinensern aus der Westbank und dem Gazastreifen auch bei bestimmten Diskussionen über die förmliche Eröffnung einer solchen Konferenz hinaus akzeptieren, solange es sich nicht um Mitglieder der PLO handelt. Die gestrige Kabinettssitzung war ein auch innenpolitisch wichtiger Prestigeerfolg für Moshe Dayan, der in Amerika vor allem nach der amerikanisch-sowjetischen Nahosterklärung klug taktiert hatte. Dass Amerika erfreut sei über den Beschluss ihrer Regierung, haben die Israelis heute Morgen den Nachrichtensendungen entnommen. Auch, dass nun die arabischen Regierungen dem Verfahrensvorschlag noch zustimmen müssen. Und das ist natürlich der springende Punkt. Denn es sieht so aus, als sei die gestern Nacht beschlossene Formel tatsächlich das Äußerste an Kompromiss, zu dem sich diese Regierung in Jerusalem wird bewegen lassen. Eine Meldung vom Fußball. In einem Qualifikationsspiel zur Fußballweltmeisterschaft trennten sich in Leipzig die DDR und Österreich 1:1 unentschieden. Damit sind die Chancen der DDR auf eine Teilnahme in Argentinien gesunken, während den Österreichern ein Unentschieden im letzten Spiel gegen die Türkei genügen würde. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 13. Oktober. Der Ausläufer eines Sturmtiefs bei Island zieht in abgeschwächter Form über die norddeutsche Tiefebene nach Osten. Nach seinem Durchzug bestimmt wieder in ganz Deutschland ein Hoch mit Schwerpunkt über dem östlichen Mitteleuropa das Wetter. Dabei fließt in den Süden Warmluft, in den Norden vorübergehend etwas kühlere Meeresluft ein. Die Vorhersage für morgen. Nördlich der Mittelgebirge wolkig mit zunehmenden Aufheiterungen und überwiegend trocken. In den anderen Gebieten bis in die Mittagsstunden verbreitet Nebel oder Hochnebel, nach dessen zum Teil zögernde Auflösung meist sonnig und trocken. Tiefsttemperaturen im Norden 7 bis 12 Grad. Sonst 2 bis 7 Grad. Tageshöchsttemperaturen 13 bis 18, in Gebieten mit länger anhaltendem Nebel um 12 Grad. Im Norden mäßiger bis frischer Wind aus Süd bis West. Sonst schwachwindig. Wir melden uns wieder um 22:30 Uhr mit einem Kommentar von Theo M. Loch zur Croissant-Entscheidung.